gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch. 28. Juli. Denn es waren tüchtige Leute. 1. Chronik 26, Vers 6. Dies Wort hat einen merkwürdigen Platz in der Bibel. Da gibt es in dem 1. Chronikbuch eine lange Aufzählung all der Ämter, die der König David im Staats- und Tempeldienst einrichtete. Es ist eine lange Liste von Ämtern und Namen. Und mancher Bibelleser hat vielleicht heimlich gedacht, es ist wohl schön zu hören, wie im Volke Gottes alles wohl geordnet sein soll. Aber die lange Liste macht mich doch müde. Und mitten in dieser Aufzählung steht auf einmal dieses Sätzlein, das uns die Söhne eines Mannes namens Semaja beschreibt. Denn es waren tüchtige Leute. Die Bibel sagt, was Gott über uns Menschen denkt. Und darum ist dieses Sätzlein ein großes Lob. Wir wollen darauf achten. Hier steht nicht, dass sie geniale Leute waren. Es ist auch nicht die Rede von ihrer großen wissenschaftlichen Ausbildung. Auch nicht von besonderer Kraft oder Schönheit. Es ist nicht gesagt, dass sie sehr reich waren. Das alles wäre uns heute wichtig. Von diesen jungen Männern ist nur eins gesagt, sie waren tüchtige Leute. Was sie taten, das taten sie vor den Augen Gottes. Darum konnte man sich auf sie verlassen. Was sie taten, das taten sie in großer Treue. Darum konnte man ihnen Aufgaben anvertrauen. Was sie taten, das taten sie gründlich. Darum war ihr Werk brauchbar. Offenbar waren sie Leute, die auch die kleinen und mühseligen Aufträge nicht verachtet haben. Darum bekommen sie hier das Lob. Wie wird wohl Gott über unser Alltagswerk urteilen? Herr, hilf uns treu zu sein in großen und kleinen Dingen. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen, aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich. Dankeschön.